So, dieses Jahr freuen wir uns besonders auf Farag, weil wir tun die Oldtimer-Show unterstützen. Wir haben hier, glaube ich, 18 Motorräder gesammelt. Teilweise von mir Motorräder, von Bekannten, von Freunden, wo wir zusammen, also wo wir alle mit runterbringen nach Farag. Oldtimer-Show, ich denke, das wird richtig schön. Aus jedem Jahrzehnt 1, 2 Motorräder von 1910, 1920, 30, 40. Besonderes Stück habe ich hier auch gekriegt, 1978. 75 Jahre Harley Davidson. Harley Davidson wissen die wenigsten. In dem Jahr ist eigentlich erst festgelegt worden, weil eine Pennet hat es ja 1954 schon gegeben. Und das war die 50 Jahre Edition Pennet. Es war auch immer mit Modelljahr, weil Modelljahrwechsel war ja immer im Sommer. Und hier hat man dann 1978 festgelegt, dass 1903 das Gründungsjahr war. Mit diesem Motorrad sind 11 Manager, also mit diesen Motorrädern 11 Manager, haben 100 Harley-Händler abgefahren und haben die erste Sternfahrt quasi gegründet, 1978. Habe ich selber ehrlich gesagt auch nachlesen müssen. Ne? Wir hoffen natürlich, dass Willy G. selber gefahren ist. Und die haben ja dann 81 die Firma auch wieder übernommen. Ne? Seitdem, also früher hat man mal die AMF-Zeit verflucht, mir ist es so gegangen, weil das eigentlich manchmal nicht so tolle Motorräder waren, aber heutzutage finde ich ganz stolz, dass ich einige Modelle aus den AMF-Zeiten, vor allem unverbastelte Motorräder dabei habe. Freut mich sehr. Was ganz Besonderes dieses Jahr, wir haben also 2 Original Cannonball Motorräder aus 1914 und 17 oder irgendwas dabei, vom Jürgen Ulrich. Kann man in Farag natürlich bestaunen, also ein guter Bekannter, Jürgen Ulrich heißt er, der ist wirklich tatsächlich Cannonball-Rennen gefahren, von West nach zur Ostküste, mit diesen beiden also historischen Motorrädern, komplett original. Ist auch eine ganz tolle Story dazu dabei, also wirklich, also es ist dieses Jahr sehenswert, wenn man sich die Oldtimer-Ausstellung anschaut. Finden du da die Ausstellung am Harley Expo Zelt nebendran, also direkt am Harley Village, also am zentralsten Punkt. Also ich bin immer gespannt, also es wird wahrscheinlich jeder begeistert sein. Ein großes Zelt, 20x20 Meter, nur für Oldtimer. Natürlich fahren wir selber hauptsächlich beruflich runter nach Farag, haben natürlich selber die neuesten Softail-Kastenmodelle dabei. Unseren 240er Umbau haben wir 3 oder 4 Stück dabei, die modernsten Geräte, was es natürlich gibt. Ne? Also Bekleidung, tonnenweise, wir beladen jetzt 2 40-Tonner, 3 Sprinter, also wir sind mit vollem Gerät in Farag. Ich hoffe, dass ihr alle unser M1 besucht, also es ist am Eingang sofort rechts rum und da seid ihr bei uns auf dem Stand, Riesenstand. Ich hoffe, ihr werdet begeistert sein, dass wir genug Ware dabei haben.